Hallo meine Lieben, hallo liebe Schützen, willkommen hier zu euren Taroskopen für den Dezember 2016 für alle Zeichen. Und meine lieben Schützen, Happy Birthday! Und zwar, ich habe hier für euch einen ganz neuen Sound ausgewählt. Und zwar ist das jetzt diesmal so ein Dance-Lied. Und ich finde, das passt total zu der Abenteuerlust, zu dem ganzen Feuer, denn Schütze ist ja ein Feuerzeichen, zu Zielstrebigkeit und zum Optimismus der Schützen. Also wünsche ich euch allen viel, viel Spaß beim Anschauen. Und ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz schöne Tage und viel Spaß mit euren Vorhersagen. Hi meine lieben Löwen, herzlich willkommen zu eurem Taroskop hier für den Dezember 2016. Wenn du Löwe bist, im Sonnenzeichen, im Mondzeichen oder im Aszendenten. Hier hätten wir einmal eure Zusatzkarten. Die mische ich noch einmal. Und zwar für die Löwen, für den Dezember 2016, wenn du im deutschsprachigen Raum lebst oder dich einfach sehr deutsch zu Deutschland, Österreich, Schweiz oder so sehr zugehörig fühlst. Und da spielt es weniger eine Rolle, an welchem Ende der Welt du lebst jetzt tatsächlich, ja? Es ist einfach so, dass wenn du halt Lust hast, das Video anzuschauen und du dich halt dahingezogen fühlst, das jetzt zu sehen, dann dürfte das auch mit dir meist auch sehr gut resonieren. Ansonsten, ich würde auch noch sagen, schaut euch auf jeden Fall auch den Aszendenten und das Mondzeichen an und dann bekommt ihr auch noch mehr Infos. Gut, beginnen wir mal. Hier hatten wir einmal den Monat in verschiedene Teile geteilt. Einmal geht es hier am Anfang vom Monat, müsst ihr euch vorstellen, so vom 1. bis zum 10.12., da der Monat Dezember auch etwas länger ist. Hier die Mitte so ab dem 12. und da wirklich der Schluss, also auch Weihnachtszeit und Jahresende. Da hätten wir einmal jetzt hier und zwar die Gesundheit und wie es euch so psychisch und physisch geht, so ganz im Allgemeinen. Ass Ariel. Die Karte zeigt mir an, dass vielleicht etwas Neues im gesundheitlichen Bereich bei dir losgeht. Das könnten neue Nahrungsergänzungsmittel sein, das könnte mehr Bewegung sein, das könnte irgendein Programm sein, oder irgendetwas, was dich heilt, sein, was du hier einfach neu beginnst. Die Karte zeigt mir einfach an, dass die Sache hier wirklich von Erfolg gekrönt sein kann, wenn du aber auch wirklich die Arbeit machst und tust, die auch vonnöten ist. Also das wäre nicht einmal joggen gehen, sondern dann wirklich auch regelmäßig. Und dann wird sich auch das einstellen, das Ergebnis, was du möchtest. Und nicht jeder, und es wie gesagt, es kommt halt auch ganz drauf an, dass mit dem Joggen jetzt einfach nur ein Beispiel. Es geht einfach nur darum, dass etwas Neues beginnt hier. Und es ist für jeden Löwen etwas anderes. Es gibt ja natürlich sehr viele Löwen hier auf der Welt und auch viele, die hier zuschauen. Und du wirst wissen, was ich meine. Es ist wie gesagt eine generelle Legung und die resoniert sehr oft. Genau, und das sind einfach allgemeine Tendenzen, die dich gut betreffen können. Okay, dann geht es hier einmal weiter mit dem Beruf und den Finanzen. Das zeigt einmal, egal was hier passiert, ob gut oder schlecht, mein lieber Löwe, ist halt das Resultat und das Produkt von deiner Arbeit oder deinem Verhalten in der Vergangenheit. Das ist einfach das Schicksalsrad. Das zeigt mir einfach, dass genau das passiert, was auch sich vorher abgezeichnet hat und wofür man auch gearbeitet hat. Für die einen ist das der Lohn, der in Hülle und in Fülle kommt, und für die anderen ist es nochmal was anderes. Und dann müssen wir auch noch mal gucken, wie es mit euren Finanzen aussieht. Ja. Also ihr habt schon Potenzial, hier eine Sicherheit reinzubringen, aber ich habe das Gefühl, dass so das Fundament ein bisschen wackelt. Aber da brauche ich noch eine Zusatzkarte. Ja, ich habe das Gefühl, dass ihr lange Zeit eher unsicher wart finanziell oder das Gefühl hattet, dass es vielleicht, dass die Sicherheit nicht mehr so lange währt. Und es kann sehr, sehr gut sein, dass ihr da auch eine Zeit lang echt Sorgen hattet und diese Sorgen leider noch bestehen. Also wahrscheinlich müsst ihr da so ein bisschen gucken, dass es finanziell wieder aufwärts geht. Es könnten sich da finanzielle Sorgen einschleichen und ich sehe hier, dass es besser wäre, nicht zu viel auszugeben oder etwas drauf zu achten.
Dann hätten wir einmal in euren Projekten, die ihr so alle, ich sag mal so, das ist so ein Projekt, was man so ein paar Stunden in der Woche so macht. Für die einen ist das der Nebenjob, wo ihr noch was dazu verdient. Für den nächsten kann es ein kreatives, künstlerisches Projekt sein. Und für die übernächsten wieder was ganz anderes. Und hier haben wir einmal 6 Ariel. Ja, wenn es darum geht, sich etwas dazu zu verdienen, dann kann ich sehen, dass hier auf jeden Fall auch ein Nebenjob gefunden wird oder sonst wie eine Gelegenheit, etwas dazu zu verdienen. Ihr dürftet euch auch sehr kreativ fühlen und werdet vielleicht auch gefördert hier, in welchem Projekt es auch immer für dich hier geht. In der Liebe haben wir hier sehr, sehr viel Leidenschaft, Passion und vielleicht eroberst du sogar jemanden oder wirst erobert. Und da will ich gerne wissen, wie sieht es denn aus für die Single-Frauen? Also so eine ernsthafte Beziehung sehe ich hier eher nicht, auch keine Partnerschaft. Aber ich sehe sehr, dass du wirklich den Wunsch hast, auf Liebe und auf Romantik und so. Aber das hier vielleicht einfach noch blockiert ist. Wie sieht es denn aus für die Single-Männer? Es kann ganz gut sein, dass du irgendwie nicht so richtig weißt, was du tun sollst, wen du da irgendwie in dein Leben ziehen sollst und was du so richtig willst. Also ich habe ja auch das Gefühl, dass es vielleicht auch bei dir um eine Klärung geht von bestimmten Sachen, die noch irgendwie im Weg stehen und die auch erstmal geklärt werden müssen. Das kann auch gesundheitlicher Natur sein, muss es natürlich nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass du wie auf eine Antwort wartest oder auf etwas und dann bist du wieder frei. Ja, weil die Leidenschaft ist hier auf dem Kopf. Das heißt, du hast zwar leidenschaftliche Gefühle und den Wunsch, aber es steht hier noch was im Weg und ist in jedem Fall erstmal blockiert. Also auch hier eher zuwarten. Für die Gebundenen unter euch, ja, das ist eine Schicksalsverbindung. Das kann auch eine karmische Partnerschaft sein. Das ist auch etwas, wo du sehr für brennst und dafür vielleicht sogar alles tust, wer weiß, oder ihr beide sehr, sehr aneinander hängt und es wie sich so anfühlt wie so eine Seelenpartnerschaft. Ja, auch sehr tief und sehr, sehr karmisch in jedem Fall. Und vor allen Dingen ist das auch ein sicheres Fundament hier und ich habe das Gefühl, dass ihr euch auch nicht zufällig getroffen habt. Leute in eurer Umgebung, ja, das können sehr intelligente, intellektuelle, schlaue Leute sein hier, Frauen sowie Männer, das ist eine allgemeine Legung, ja. Und da spielt es keine Rolle, ob da jetzt eine Frau oder ein Mann auf dem Bild ist. Auf jeden Fall können das Leute sein, die dich gut beraten, die aber auch auf jeden Fall dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das können halt auch gute Gesprächspartner sein, die können natürlich auch im Privatleben hier vorkommen, im Beruf, überall, das sind einfach Menschen, im Allgemeinen, die in deinem Leben sind. Okay, schauen wir uns doch die Mitte vom Monat an. Sehr, sehr interessant. 10 Ariel. Also auch wenn es vielleicht eure Finanzen, ich glaube, es geht einfach um eure Finanzen hier. Und ich habe das Gefühl, dass ihr trotzdem alles in allem sehr stabil seid. Auch wenn es vielleicht im Job mal so mit den Einnahmen auch mal so ein bisschen hadert. Vielleicht ist es auch ein bisschen so, dass ihr vielleicht etwas weniger verdient am Anfang, als ihr es eigentlich gewohnt seid. So, jetzt sehe ich hier aber, das ist wirklich, euer Gefühl ist sehr, sehr stabil hier. Auch gesundheitlich fühlt ihr euch sehr stabil oder fühlt euch einfach stabil aufgrund dessen, weil nämlich eure Familiensituation stabil ist und ihr auch Hilfe bekommt von eurer Familie oder auch seelische Unterstützung. Auf jeden Fall haben wir hier eine ganze Reihe an materiellen Karten, die doch sehr positiv sind. Also zumindest jetzt diese beiden. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass ihr sowieso auf einem stabilen Fundament seid, auch wenn es mit den Finanzen mal etwas weniger ausfällt und dann aber dafür haben wir es dann auch schon wieder ab der Mitte im Monat dann auch schon wieder besser. Alles in allem seid ihr aber innerlich stabil und auch in der Familie auch. Wahrscheinlich habt ihr auch ein gutes Band zu Familie und Freunden. Das ist so das, was mir hier auch sehr stark kommt. Für die wirklich gesundheitliche, also ein paar gesundheitliche Probleme mehr haben sollten als die anderen, sind ja wieder sehr viele Löwen, die zuschauen. Es kann einfach gut sein, dass ihr auch hier Hilfe bekommt. Wie geht's euch denn so? Das will ich auch nochmal ganz genau wissen. Ja, ja. Und ich habe das Gefühl, dass ihr, wenn ihr an eurer Gesundheit hier arbeitet, dann seid ihr wirklich so auf einem guten Podest schon und seid schon echt überm Berg. Ne, für die es wirklich mal so ernster, wo es was Ernstes gibt, sieht es hier schon wieder sehr stabil und auch viel vitaler aus. Dann haben wir im Job und auch hier
ihr, also ich habe das Gefühl, ihr kommt auf ein neues Niveau, auf ein höheres Niveau allgemein in eurem materiellen und in eurem professionellen Leben. Und ich glaube, das genießt ihr auch. In eurem Job habt ihr schon auch das Gefühl, dass es auch noch weitergeht und dass ihr da auch noch weiter arbeitet und weiter auch um was kämpft, auf jeden Fall. Aber auch hier sehe ich, ihr seid über dem Berg. Also ihr seid eurem Ziel schon wirklich ein großes Stück näher gekommen, auch wenn sich das noch so anfühlt, als würdet ihr noch ziemlich ein Stück noch hinter euch legen müssen. Genau. Eure Einnahmen. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass ihr auch wirklich gewinnen könnt, falls es da auch, ja, ihr kämpft halt um eure Einnahmen, um euren Lohn hier. Ihr kämpft irgendwie um auch eine gute Anstellung, um Erfolg. Und es gelingt euch auch, es gelingt euch noch nicht so, wie ihr das wollt, aber ihr seid auf einem guten Weg. Das ist so das, was mir hier noch kommt, auf jeden Fall. Ja. Und ihr habt irgendwie, viele haben von euch, glaube ich, auch so schon so ein finanzielles Fundament irgendwie mitgebracht. Und darauf baut ihr auf. Das ist irgendwie nochmal sowas, was mir hier auch noch sehr stark kommt als Info. Dann haben wir hier in der Kreativität, in den Projekten nebenbei, hier ist ganz viel Networking gefragt. Also wenn ihr irgendwie auf Networking angewiesen seid, auch mit eurem Job oder so, dann habt ihr hier Möglichkeit, sehr viele Menschen zu kennen und auch kennenzulernen, auch neu und so weiter. Hier ist sehr, sehr viel Kontaktfreude, Aktivität, vielleicht auch viele Projekte, die draußen in der Natur stattfinden, Wanderung, sowas halt. Ja, solltet ihr ein Publikum suchen für irgendwie künstlerische Sachen oder sowas oder Publikationen, das wird da sein und es wird auch auf jeden Fall auch auf euch zukommen. Und falls ihr Hilfe braucht, sind da auch Leute, die ihr fragen könnt, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall ist man euch sehr positiv gesinnt. Hier kann man wirklich sehr gut Networking betreiben, wenn man irgendwas loswerden will, wenn man irgendwas sucht, dann kennt irgendjemand wieder irgendjemanden, der wieder irgendwas weiß. Und das ist so das auf jeden Fall. Ja, wie ist denn das mit Extrajob? Ja, Nebenjob wahrscheinlich habt ihr eh keine Zeit so richtig und seid hier oben auch schon gut beschäftigt. Für die Künstler. Ja, ihr könnt wirklich hier super Erfolg haben. Also ich glaube, alle, die kreativ sind, können hier auch wirklich auch was verdienen. Ne? Und es ist auch wirklich für eure Verhältnisse, wie ihr euch sonst bewegt, in eurem kreativen Leben auch viel. Also viel ist natürlich sehr, sehr relativ. Das kommt natürlich auch ganz drauf an, wo du gerade stehst. Aber ich glaube, es wird dir viel vorkommen, weil es viel, viel mehr ist als das, was du sonst verdient hast. Ne? Also das ist auf jeden Fall ganz, ganz toll. Finanziell sieht es hier wirklich schön aus. Und für alle anderen Projekte, die ich jetzt hier nicht genannt habe, ja, ist es vielleicht eher sowas, die meisten werden wahrscheinlich auch einfach mit Freunden und Familie hier sehr viel Zeit verbringen. Wir haben ja hier auch wirklich die Familienkarte und ich glaube, das ist auch für viele auch einfach gerade auch das, was sie auch machen. Ne? Also das ist nochmal das, was mir hier kommt. In der Liebe haben wir Zweifel. Zweifel, Zweifel, Zweifel. Was bedeutet das denn ganz genau, wenn du eine Single-Löwe-Dame bist, meine Liebe? Was wird da bei dir sein? Du hast vielleicht das Gefühl, dass irgendwie vielleicht entweder alle fremdgehen. Oder die Typen, die du kennenlernst, oder die Frauen. Es kann ja sein, dass du lesbisch bist. Also alle Homosexuellen, Heterosexuellen, das spielt ja keine Rolle. Ihr seid alle willkommen, hier zuzuschauen natürlich. Wahrscheinlich zweifelst du, ob jetzt irgendwie die Leute, die du kennenlernst, wirklich so treu sind. Und es auch wert sind und auch vertrauenswürdig sind. Und da wollte ich das ganz genau mal genauer wissen. Hast du denn die Chance, wirklich gute Männer kennenzulernen? Das habe ich aus Versehen geguckt. Ich darf nicht gucken. Gerechtigkeit. So wie du in den Wald hineinrufst, so kommen die dir auch entgegen. Wenn du Treue und Vertrauenswürdigkeit demonstrierst, dann glauben die dir auch und dann werden die das auch so zurückerwidern. Andererseits wirst du halt auch irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, die Schmierfinken auch anziehen. Also ja, es ist so wirklich, das kommt ganz drauf an, wie du das dann spiegelst. Ne, das ist noch das, was mir hier kommt für euch. Wie ist denn das für die Gebundenen? Ja, ihr fühlt euch vielleicht sogar ein bisschen eingeengt irgendwie oder nicht so ganz sicher mit euren Gefühlen.
Ja. Und ihr habt vielleicht auch das Gefühl, vielleicht irgendwas zu verpassen. Oder ihr habt den Eindruck, irgendwie, dass der Partner, dass man um den Partner noch so voll kämpfen muss, dass da vielleicht noch Dritte sind irgendwie. Oder dass ihr euch vielleicht sogar noch jemand anderen wünschen könntet sogar. Ich weiß nicht, und ihr seid euch da nicht so sicher, ob ihr in der richtigen Partnerschaft seid. Und der Zweifel rührt daher. Ja. Das Fortkommen ist hier eigentlich so ein bisschen blockiert irgendwie. Vielleicht ist es einfach so eine Phase, da muss man vielleicht mal in sich gehen und sich das so überlegen oder mal in die Kommunikation gehen und das miteinander besprechen, was da los ist. Das käme noch mal so, käme mir noch mal so, was, ja. Habe ich noch eine Zusatzkarte? Ja. Einige werden vielleicht denken, dass sie das vielleicht beenden irgendwie. Aber das ist natürlich auch nicht für jeden. Es ist vielleicht einfach nur der Zweifel, so in diesem Bereich anzusiedeln. Oder angesiedelt sozusagen. Leute in eurer Umgebung sind so ein bisschen, ja, denen ist irgendwie eine Laus über die Leber gelaufen. Vielleicht kann es auch der eigene Partner sein, dem das auch nicht so gefällt, was ich gerade gesagt habe, weißt du? Oder sonst wie Leute in deiner Umgebung, die vielleicht keine Lust haben, hier zu arbeiten so richtig. Oder keinen Bock haben, dich zu unterstützen bei deinem Projekt. Also es gibt immer mal irgendwelche, irgendwie so miese Peter. Aber da darf man sich überhaupt nicht aus der Spur bringen lassen. Dann haben wir hier das Ende vom Monat, sagen wir so vom 20., 22. und natürlich über Weihnachten und bis zum Ende von 2016. Das geht natürlich hier sehr schnell, ja, sind wir schon wieder am Ende. Und dann haben wir in eurer Gesundheit, Fitness, Wellness, Gesundheit, psychischer Bereich, emotionaler Bereich, all das, haben wir 7 Arien und da ist Geduld gefragt. Also, was du hier willst, schnell geht's nicht. Da muss man halt warten und weiter an sich und an der Situation arbeiten. Das ist nochmal so die Info. Dann haben wir hier im Job As Raphael. Ja, es kann sein, dass du dich hier im Job verliebst. Oder einfach wirklich etwas tust, was du liebst. Oder gar nicht arbeitest, sondern wirklich für Heim und Familie so da bist. Und irgendwie oder mit Freunden was machst. Oder halt einfach nicht mehr arbeiten musst hier. Und tatsächlich Ferien oder Urlaub hast. Aber wie ist denn das finanziell für euch, Löwe, am Ende? Ja, weißt du was, ich habe das Gefühl, die meisten von euch, die kümmern sich mehr um die Liebe. Um die Liebe, wie sieht's denn? Guck mal, da fühlt ihr euch schon wieder besser in der Beziehung. Cool, ne? Oder halt zwei Raphael, das ist das Paar. Also es kann gut sein, dass ihr euch hier echt verliebt und dass ihr wirklich euch romantisch fühlt und so super zusammengehörig und auch viele Urlaub haben. Oder einfach mit einer rosaroten Brille durch den Tag laufen und es euch gar nicht so vorkommt wie Arbeit. Ja, ich denke, viele arbeiten gar nicht. Auf alle Fälle ist das Geld hier auch irgendwie so da. Es ist jetzt keine Million und es ist jetzt nicht so, dass ihr so mega viel verdient. Ich glaube, es wird schon weiter zugearbeitet hier und erst später kommt dann wirklich so der richtige Gewinn. Aber ich denke, ihr werdet auch genug haben. Also das ist nochmal das, was mir hier auf jeden Fall liegt. Dann haben wir hier diese ganzen Nebenbei-Sachen und dann haben wir die Hohepriesterin und es kann sein, dass du vielleicht wirklich sowas wie Kartenlegen machst oder auch andere spirituelle Sachen und Themenbereiche ausübst, so wie ich zum Beispiel so einen Job mache, oder? Das wäre die eine Möglichkeit. Das andere wäre einfach, dass du dir wünschen kannst, was auch immer du hier möchtest. Und es ist aber keine aktive Energie. Es ist mehr so ein in sich gehen, meditieren und dann manifestieren aus dem Inneren heraus und dann langsam die Schritte im Außen tun. Ich denke, das ist wirklich, passt auch gut zu Weihnachten, dass man eher kontemplativ ist, meditativ ist und nicht sehr aktiv. Ja, und falls du hier irgendwas Aktives machst, das wird dann auch erst später erblühen, sozusagen. Nebenjobs und so weiter, ja, das kann auch sein, dass du so ein bisschen was findest, wo du noch etwas dazu verdienen kannst, aber auf alle Fälle ist es eine recht kontemplative Energie. Ich glaube, viele, wenn du hier wirklich als spirituelle Beraterin arbeitest oder als spiritueller Berater oder Astrologe oder so, oder vielleicht wirklich ja, wirklich Pfarrerin sogar oder wirklich sowas, die Hohepriesterin ist da ganz viel, da liegt mir dann auch das Geld hier. Auch ein Zustoß, ne? So auf die Art. Dann haben wir hier wirklich zwei Raphael. Ja. Das ist einfach verliebt sein. Und da will ich auch nochmal ganz genau wissen, für dich, meine liebe Single-Dame. Guck schon wieder. Oh, the single ladies. Oh, single ladies. Single lady?
Ja, du hast hier die Chance, dich zu verknallen bis über beide Ohren. Das kann echt sogar sein, dass ihr so verliebt seid, dass ihr auch echt auf Wolke 7 schwebt hier. Wer auch immer das hier schon wieder ist. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn bei dir jetzt hier gezogen nochmal? Ja, da hattest du halt den Zweifel. Weißt du, es kann auch gut sein, dass ihr halt hier datet und so. Hier war, glaube ich, auch irgendwie. Ja, dass das ein bisschen blockiert war, aber dass ihr dann vielleicht hier echt zusammenkommt und du dann so merkst, ja, ich habe halt wirklich genau hingeschaut und habe den jungen Mann oder die junge Frau auch kennengelernt hier und wahrscheinlich bist du hier auch sicher, dass das auch das Wahre ist. Oder dass das jetzt erstmal eine tolle, schöne Beziehung, der Beginn einer tollen Beziehung hier auch ist. Ja? Genau. Hat mich jetzt angesprungen, der Stern. Manchmal springen die Karten einen auch so an und dann muss man die auch nehmen. Also das ist so, zum Beispiel auch jetzt hier die 8 der Münzen, das war jetzt auch sowas, die war jetzt hier verdeckt, aber das war so, wenn das echt so ist, dass die Karte einen so wirklich so irgendwie erschlägt, fast schon, dann muss ich sie auch nehmen und dann hat sie mir auch was zu sagen. Ne? Also ich bin zwar hier schon so am Ziehen, dass ich das nicht anschaue, was da drin ist, aber man ist dann so in dem Prozess, dass man dann auch die ganzen Einflüsse dann auch gerade so nehmen muss, wie sie sind und das ist so, das ist gerade das Spannende an der Arbeit, weil dann auch wirklich diese Informationen auch so kommen, wie sie wollen und wie sie auch gemeint sind. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Da ist mir auch der Stern rausgesprungen. Ich denke, das ist diese Schwerterenergie, diese Zweifel. Das ist ja auch, ich sag mal, ist eine sehr rationale Energie, die es auch braucht, gerade wenn man verknallt ist. Die meisten, viele von uns, was heißt die meisten, aber na, ich glaube, der Mensch neigt dazu, doch lieber dann so ein bisschen naiv zu sein oder so durch die rosarote Brille zu sehen. Aber so eine schöne blaue Kraft, Schwerterenergie, Klarheit, Stirn, Chakra, Kopf, ja, den hast du ja da jetzt nicht ausgeschaltet und das ist auch ganz gut. Und ich glaube, das ist wirklich eine gute Entscheidung, auch wenn du da plötzlich vielleicht gar nicht mehr Single bist oder jemanden kennenlernst, wo es auch darum geht, dass man sich so kennenlernt, dass man auch zusammen bleibt. Ne? Single Mann. Ja, hier sehe ich eher, dass da auch das Potenzial ist, wirklich für eine schöne Partnerschaft, wenn du das möchtest. Aber ich habe das Gefühl, dass du dich irgendwie blockierst, ja. Vielleicht ist es jetzt einfach auch noch nicht das, vielleicht ist es jetzt noch nicht die Partnerin der Partner für dich so, aber die Leute wären bereit und es wäre auch eine gute Sache, sich da zu binden. Aber du bist da eher ruhig. Also du bist da nicht sehr aktiv irgendwie. Wahrscheinlich bietet dir vielleicht jemand sowas an, aber du nimmst es irgendwie nicht an. Ja? Und vielleicht hast du auch das Gefühl, das weißt du, das können ja auch so Blockaden sein hier, die 8 der Schwerter. Und diese Blockaden können auch im Inneren irgendwie sein. Entweder das ist sowas, wo du dich gar nicht so traust, dich zu verlieben, weil du vielleicht mal verletzt wurdest oder tatsächlich irgendwie den Ort wechseln musst oder irgendwo hinfahren musst oder zum Arbeiten irgendwo hinfahren musst oder vielleicht irgendwie umziehst oder sowas. Das kann halt auch sein, dass das deswegen nicht funktioniert, weil ihr dann euch örtlich trennt. Oder es passiert hier wirklich so, dass ihr da zusammenkommt, aber vielleicht einer der Partner, du oder sie oder er oder du oder wie auch immer, ja, in welcher Konstellation ihr da auch euch kennenlernt und Männlein, Weiblein, Weiblein, Weiblein oder so, ja. Spielt ja keine Rolle, aber dass vielleicht jemand irgendwie wie so den Ort verlässt oder vielleicht Arbeitszeiten hat, wo das so kollidiert und ihr euch deswegen nicht trefft. Das kann halt auch noch sein. Aber ihr könnt eine Möglichkeit finden, falls es wirklich solche Gründe hat, damit ihr das trotzdem leben könnt. Also für die Single Männer. Okay, wie ist denn das für die Gebundenen? Also es geht aus der Opferrolle raus. Wenn ihr traurig wart, in der Opferrolle wart, und da habe ich ja auch schon so ein bisschen, ja, das war ja hier auch so ein bisschen schwierig, dass ihr das irgendwie, dass ihr da auch gezweifelt habt und so. Also aus der Opferrolle geht es langsam raus und ich habe das Gefühl, dass ihr da miteinander wirklich redet, ihr da miteinander auch mal den Mund aufmacht und Dinge echt besprecht, ehrlich und so weiter. Das natürlich schon auch wehtut vielleicht und ihr da echt auch ans Eingemachte geht und da Dinge besprecht, aber es geht aus der Opferrolle schon mal raus. Und es gibt wenigstens ein Miteinander hier wieder. Und wahrscheinlich sagt ihr euch, ja, wir sind ein Paar, wir gehören zusammen. Und diese ganzen Sachen, die bereinigen wir jetzt auch miteinander. Ob ihr das nur zusammen macht an dem Tisch oder ob ihr euch da Hilfe sucht von jemandem, ist jetzt die nächste Frage.
Und ihr gehört zusammen und es ist wirklich hier die Welt und ihr könnt da auch erfolgreich die Beziehung weiterführen, die Ehe und so weiter. Und ihr seid wirklich gewillt, das anzuschauen. Ist auch total schön, gerade an Weihnachten. Ist doch schön, wenn ihr dann auch alles zusammen seid an Weihnachten. Für alle anderen, Liebe bedeutet, muss auch nicht immer so partnerschaftsmäßig bedeuten. Das bedeutet auch noch viel, viel mehr. Einfach auch das, so das Get-Together mit den Leuten, mit den Freunden. Diese Karte ist auch wunderschön hier, auch wenn es zum Beispiel Freundeskreis, Familienkreis, also das ist alles einfach eine total harmonische Energie, so alles in allem. Und das passt mir auch total zu Weihnachten. Ja, Acht Gabriel, das passt auch voll gut hier zum Jahresende. Das sind die Messages, das sind irgendwie WhatsApp-Nachrichten, das sind E-Mails und sowas. Ja klar, man wünscht sich natürlich frohe Weihnachten für die, die Weihnachten feiern. Für die, die nicht Weihnachten feiern, ey, auch dir wünsche ich natürlich ganz, ganz tolle, eine tolle Zeit. Wir haben ja irgendwie Feiertage, da musst du ja auch nicht arbeiten, da muss man ja überhaupt gar keine Weihnachten feiern. Und wir kennen ja auch ganz viele Leute, die Weihnachten gar nicht feiern. Und die man aber früher noch so aus dem alten Freundeskreis, aus der Schule meinetwegen noch kennt wahrscheinlich, ja. Oder so, Abi 68, was weiß ich. Und die man aber dann trotzdem immer wieder trifft, dann in der alten Stadt, wo man gelebt hat und sowas. Und es immer dieselben bleiben, oder? Also auch euch natürlich. Also das ist hier einfach wirklich Kommunikation mit den Neuen und mit den alten Leuten, mit Familie und den Lieben. Ich danke euch herzlich. Ich mache auch persönliche Beratungen. Wenn du so eine persönliche Beratung mit mir haben möchtest, dann schreib mir einfach eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse, die steht hier unten in der Infobox. Du bekommst dann erstmal so eine Info-Mail und dann kannst du dich immer noch entscheiden. Und genau, ich arbeite seit vielen Jahren mit den Karten, mit der Numerologie, mit der Astrologie, vergleiche das Ganze auch mal mit dem Human Design System und habe ganz, ganz viele Tools, um dir in deiner persönlichen Situation ja das Bestmögliche mitzugeben, was ich kann, was ich dir geben kann. Und genau, wenn große Krisen sind, wenn kleine Krisen sind oder einfach nur einzelne Fragen, dann wie gesagt, ist das ist der Weg frei zu mir. Und ansonsten, wenn gar nichts ist, dann freue ich mich für dich und hoffe natürlich, dass das so bleibt. Ich danke dir vielmals, dass du hier anschaust. Danke fürs Liken und fürs Teilen und fürs Abonnieren. Dann wirst du auch über alles informiert. Und ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz super schöne Urlaubstage, Ferientage, Weihnachtstage, wie auch immer, ob du oder ihr Weihnachten feiert oder nicht. Und auf jeden Fall einen ganz, ganz schönen Jahresabschluss. Herzlichen Dank. Bis dann. Ciao.